Also der bestätigt mir eigentlich nur, dass das so eine Art Nervengas sein muss. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ich sah ihn. Ich meine Fliss und ich, wir beide, stimmt? Ich hab Conrad stürzen sehen. Stürzen und wo? Ist er okay? Hat ihm jemand geholfen? Tut mir leid, Julia. Ach, scheiße, Conrad, du verdammter Arsch. Ach, du Idiot. Echte, sie sollte doch eigentlich sterben. Die Treppe runter auf den Kopf, wie? Ein verdammt tiefer Sturz, okay? Viel zu tief. Nein, 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 nein. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Er hat sich aber schnell wiederholt. Nur nicht jetzt. Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt. Voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst. Das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben. Die werden sich freuen. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Wüsste ich gern. Die Zeitung war von 1947. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Es kommt mir vor, als wäre das hier ein schwimmendes Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Okay, wer bin ich jetzt? Er? Okay. Schauen wir uns mal kurz hier drinnen um. Hier ist immer nichts mehr, ne? Geh mal aus dem Weg, Puppe. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Jep. Aber wir müssen es trotzdem probieren. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Weil wenn das wirklich Nervengas ist, so wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte,
Ja, gut, da hatte ich gesagt Schwefel, aber ich hatte ja relativ schnell gesagt, dass es so eine Art Nervengas wahrscheinlich ist, beziehungsweise so aussieht. Dann würde das so einiges hier erklären. Geht's darauf? Auch leider warum die nein, unterschiedliche leider. Halluzinationen haben. Ich halte meine Augen offen. Wir müssen aber rauf. Aber gibt's hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Doch, da ist was. Hallo. Verdammt. So, Anweisung für Gasmasken. Da bin ich mich auch schon stutzig geworden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Falle eines Gasaustritts oder Gasalarm geraten Sie nicht in Panik, bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, 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 um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Unter einer Gasmaske? Platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihren linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Wieso mal das denn? Ach so, schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Tun Sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Ja, die machen einen ja. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Ja, wie lange soll man das denn machen? Da kann man nicht hochklettern oder so? Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Was ich halt nur komisch finde, wenn das wirklich nur alles Hallus sind, warum nimmt er da eine Flasche aus einer Schublade, die dann gleichzeitig an der Wand kaputt ist? Und die er dann ja theoretisch danach auch wieder anfassen kann. Das ist irgendwie... Das ist alles ein wenig seltsam. Hat irgendwie so einen Touch von Resident Evil. Bis auf natürlich die Bewegung. Okay, die warten da hinten auf mich. Dann gucke ich hier vorne nochmal eben schnell nach. Noch was ist. Ja, oder ich gucke lieber nicht danach. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Was sind die jetzt hin? Hallo? Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ja, weil die Tür ja auch so gut aufgeht. Sind wieder freundliche Zeitgenossen. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Moment, ich habe das zur Seite gedreht. Doppelklick. Hm, im Logbuch steht was von einem Sturm.
Morgs Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge in OM. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead. Wassertiefe als. Inschätzbar. Ach so, weil er das nicht richtig lesen kann. Betriebslogbuch der Morgensee beruhigt sich. Mittag dichter Nebel. Ich habe ein Geheimnis gefunden, okay. Nachmittag stärkerer Seegang. Nochmal Nachmittag. 7.30 Uhr sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag weiterhin dichter Nebel, okay. Da geht jetzt wieder zurück, ne? Ja. Okay. Kommst du hier rum? Nee, anscheinend nicht. Na, guck dir nochmal den toten Zeitgenossen an, da. Kannst du nicht, okay. Was sagte ich gerade? Steht einer? ich glaube, wir, oder? Warte mal, können wir hier... Ja, stopp. Können wir da hinten nochmal irgendwas machen? Ah, guck mal. Siehst du? Der knallt sich selbst an. Ab. Okay. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ja, dann gucke ich nochmal hier vorne nach, wo der Typ steht. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Vor allem, wenn ich die falschen Entscheidungen drücke. Also treffe. Also gut, da komme ich nicht durch. Dann gehen wir doch hier rum. Ich glaube, ich hatte es noch nie so schwer, durch eine Tür zu gehen wie in diesem Spiel. Das kann man, doch kann man angucken. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel auf dem Ozean. Okay. Da wollten die das Nervengift, das Nervengift bei den anderen ablagern, oder wie? Mann! Nimm dir diesen blöden Zettel. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Ja, und ein Mann ist über Bord gegangen. Aber ansonsten stimme ich mit dir aber ein. Und die haben die Suche abgebrochen. Da geht's nicht weiter. Kann dein Kumpel dir hier nicht weiterhelfen? Moment, halt, stopp. Ja, ekelhaft. Was, der Zettel? Der arme Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Funkbetrieb, 0201, Notruf abgesetzt. Funkausfall, SOS per Morsecode versucht. Viele der Crew tot. Okay. Das müsste doch ein Funkgerät sein, ne? Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Erwartet uns der fünfte Tag. Ah, es geht doch. Die Lage wird sich frühestens am kommenden Donnerstag ändern, wenn ein Tiefdruckgebiet aus dem Osten heraufzieht. Ein Zeitsender. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Ich wollte aber hören, was sie davor sagen. Hey, hört das jemand da draußen? Hallo!
Oh, scheiße! Da ist wer! Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Woher weißt du wir das? Sind in Not! Och nee. Das ist ein Notfall. Bitte, Hilfe! Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Bitte, kommen! Na toll. Hey! Seht mal hier! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein! Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay, Fliss. Bereit? Gehen jetzt nur die zwei oder gehen jetzt alle runter?